Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt heute das zweite Kapitel von meinem selbstgeschriebenen Buch. Ich wünsche euch viel Spaß. Die andere Welt. Sadi und Bren gingen immer tiefer in den Wald hinein. Nach einer Weile blieb Bren stehen und sagte, wir sind da. Sadi blickte sich um. Ihre Augen waren daran gewöhnt, nicht offensichtliche Dinge zu erkennen, und nach einiger Zeit sagte sie, ach, da oben. Gut, sagte Bren, du bist ziemlich schnell darauf gekommen. Unsere Welt befindet sich knapp 10 Meter über der menschlichen Welt. Die menschlichen Augen sind sehr leicht zu täuschen und nicht aufmerksam. Manche Menschen sehen nur eventuell eine Luftspiegelung. Aber unsere Welt bleibt ihnen verborgen. Es gibt viele Luftschächte, in denen man nach oben gesaugt wird. Wo sich Luftschächte befinden, siehst du an einer V-förmigen Kerbe im Baum. Oben steht an jedem Luftschacht ein Wächter. Man kann nur nach oben gesaugt werden, wenn es kein Mensch sieht. Umgekehrt von oben nach unten auch. Man schwebt in einer Luft. Wolke nach unten. Und jetzt komm, bist du bereit? Es kann sein, dass dir ein bisschen schwindelig wird. Sadi zitterte ein wenig. Es war wirklich ein merkwürdiges Gefühl. Oben angekommen, schaute sich Sadi um. Auf den ersten Blick unterschied sich diese Welt nicht von der menschlichen. Komm, sagte Bren. Zuerst führe ich dich in die Gilde und stelle dich dem Ältesten vor. Auf dem Weg bemerkte Sadi, dass diese Welt doch ziemlich anders war. Es gab keine Häuser, nur kleine Hütten, und manche Wohnungen befanden sich im Innern der Bäume. Die meisten Bäume waren viel größer als in der menschlichen Welt. Die Tiere zeigten keine Scheu. Gerade kam ein Reh heran und beschnüffelte Sadi neugierig. Sadi und Bren näherten sich einer mächtigen Eiche. Komm herein, Sadi, dieses ist der Hauptsitz der Gilde. Der Älteste saß an einem Tisch über ein dickes Buch gebeugt. Seine langen Haare schimmerten leicht grünlich und seine spitz zulaufenden Ohren verrieten seine elbische Herkunft. Der Älteste blickte auf. Sadi, willkommen in unserer Welt. Du kannst zaubern und hast von daher die Berechtigung, bei uns zu leben, wenn du das möchtest. Allerdings würde dich dein Verlangen nach Blut zwingen, zwischendurch wieder in die menschliche Welt zurückzukehren. Du musst vorsichtig sein. Weil unsere Gilde und unsere Welt geheimer als geheim ist und kein menschliches Wesen davon erfahren darf. Dadurch bist du eine gewisse Gefahr. Normalerweise bleiben die Zauberkinder dauerhaft hier. Du kannst bei uns leben und eine Aufgabe deiner Wahl übernehmen. Was es alles gibt, als Wächter an einem Luftschacht arbeiten, als Späher, durchs menschliche Land ziehen und magische Kinder finden oder Menschen verzaubern und verwirren, die dem Geheimnis unserer Welt auf der Spur sind. Sonst kannst du in anderen Berufen arbeiten, die es in der Menschenwelt auch gibt. Als Tierärztin, Krankenschwester, Gärtnerin oder Köchin. Alles, was dir beliebt. Sadi dachte nach. Ich glaube, ich möchte erstmal als Gärtnerin anfangen, sagte sie dann. Der Älteste antwortete, eine gute Wahl für den Anfang. Wir gehen mit unserer Welt besser und bewusster um als die Menschen. Du kannst bei dem Gärtner Gustavo in die Lehre gehen und alles lernen. Sadi sagte, oh, vielen Dank, ich bin so überwältigt vor Glück und kann das alles noch gar nicht fassen. Gerne, Sadi, aber sei vorsichtig, wenn du zum Bluttrinken in die Menschenwelt zurückkehrst.
So, das war das zweite Kapitel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.